Willkommen zurück bei Resident Evil 7, einem bisher sehr, sehr guten Spiel, wie ich finde. Auch wenn ich, was die Story anbelangt, immer noch ein wenig im Dunkeln tappe. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, Evelyn hat irgendwas mit zu tun. Evelyn ist nicht tot. Sie ist wahrscheinlich der Auslöser für die ganze Nummer hier. Die Frage ist nur, wie? Es hat scheinbar irgendetwas mit dem Schiffsunglück zu tun, bei dem sie von Jack gefunden wurde. Tja. Soll ich das hier... Ich mach das jetzt einfach mal hier mit dem Messer auf. Ja, geht doch. Und naja, dann wurde sie von der Familie aufgenommen. Es war aber alles ein bisschen eigenartig mit ihr. Jetzt ist die Frage. Hat sie die Leute mit den Pilzsporen angesteckt? So, dass sie so mutiert sind? Oder aber... Sind das zwei... Nein, sind nicht unterschiedlich voneinander. Aber zwei verschiedene Dinge. Eher unwahrscheinlich, würde ich fast sagen. Eher unwahrscheinlich. Nun gut. Aber ein Schiffsunglück? Könnte auch... Vielleicht hat Evelyn das auch herbeigeführt. Ist das schon? Okay, der Kiste wiederum vertraue ich überhaupt nicht. Aber doch in Ordnung. Ah, starke. Ei. Okay. Irgendwas sagt mir, wir steuern hier gerade ziemlich genau auf den Bosskampf zu. Also, na klar. Wir müssen Lukas umlegen. Aber dennoch. Ah, diesmal nehme ich mal das Schießpulver. Wo haben wir denn das Schießpulver jetzt? Festbrennstoff. Da. Ja, ich laufe jetzt die ganze Zeit vor und zurück. Zack, kombinieren. Okay, da scheine ich nicht mehr lang zu kommen. Runter geht's, glaube ich, auch nicht. Beziehungsweise, da müsste ich, glaube ich, hier runterspringen. Wenn ich da runterspringe, mache ich mich natürlich wieder angreifbar. Was haben wir denn da drüben? Kann ich von da aus vielleicht... Wenn ich hier runtergehe, kann ich da vielleicht rüberkommen? Na, das sieht doch gut aus. Nicht denn. Na, da bin ich hier schon wieder. Okay, sieht doch nicht so gut aus. Nein, da muss ich runterspringen. Soll ich euch mal was sagen, auch wenn es gerade nervt, ich speichere jetzt lieber doch nochmal ab. Weil das da unten scheint mir... Ich weiß nicht, es kommt mir vor wie ein Bosskampf. Es könnte tatsächlich einer sein. So, zack. Nur für den Fall der Fälle. Ich speichere jetzt hier lieber einmal zu viel ab, als einmal zu wenig. Ah, und? Lukas da? Nee. Niemand ist da. Nein, hier unten kommt jetzt gleich ein Bossfight. Wenn ich das komische Ding da drüben aktiviere, fängt hier ein Bossfight an. Wette ich mit euch drum. Da wette ich aber drauf. Ach, und Brennstoff auch noch. Wunderbar. Jetzt gehe ich mal hier hoch. Schauen. Ich sammle den ganzen Scheiß lieber. Batterie. Aha.
sammle den ganzen Scheiß lieber, als dass ich dann hinterher hier irgendwo rumlaufe und mir alles fehlt. Ach, schade. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir ein Chemikalien da in der Ecke haben. Ah, natürlich. Der letzte ist eine Falle. Ist aber nicht weiter schlimm. Mittlerweile können wir das sogar ab ohne irgendwelche bleibenden Schäden. Wie sieht's? Kann es sein, dass mein Arm immer wieder, immer weiter abgefuckt aussieht? Also, dass ich immer weiter von den Sporen, von diesen Pilzen befallen werde? Bisschen creepy. Naja. So, die Batterie. Rein damit. Ja, natürlich. Das lief ja jetzt sehr gut. Ich wusste es. Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheunenkampf! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln! Oh, was ist... Was zum Fick? Du, mich auch! Ah. Nein, geh weg! Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst, mach dich erst zum Mann, Ethan! Bisschen Kotzeritis. Kann ja mal passieren. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du bist nicht nur noch am Leben, du hast auch noch alle Finger und Zehen. Fetzag ist tot, Fetzag ist tot. Ah, er war sowieso nie mein Favorit. Schade. Das tut mir jetzt echt leid für dich. Oh, nee, jetzt sieht meine Hand wieder besser aus. Interessant. Nachdem der Fettsack in die Luft geflogen ist, sieht meine Hand wieder besser aus. Wobei, nein, eigentlich nicht. Einen habe ich noch. Ah, andere Seite. Ich wollte schon gerade sagen, wo soll ich denn sonst noch hinlaufen? Der war jetzt nun wirklich nicht so besonders schwer. Hm. Na, wir sitzen hier. Ja, komplett verbrannt. Da brauche ich keine Angst mehr vor haben. Hoffe ich. Was steht denn da? Du bist der Nächste. Du bist als Nächster dran. Okay, ja. Damit kann ich leben. Piu. Hm. Ah, eine weitere antike Münze. Wunderbar. Kommen wir wohl noch in den Bereich, in dem dieses Happy Birthday Ding ablief? Ah, ich glaube, das ist es. Nee, da. Hier waren wir doch vorhin. Ach, eins. Ach, scheiße, was war denn das da oben für eine Nummer? 1406? Ich meine, es wäre 1406 gewesen. 1408. Okay, die Münze raus. Flüssige Chemikalie. Eins, vier, null, acht.
Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Alles? Deswegen ist ja auch die... Okay. Was passiert, wenn ich das jetzt wieder alles mitnehme? Bisschen ein Spiel aus Tricksen. Habe ich noch Flintenmunition? Nee, sieht schlecht aus. Schade. Hätte ja klappen können. Okay. Schönen Tag noch. Dankeschön. So, dann wollen wir doch mal. Ach, ernsthaft. Okay, dann brauchen wir das hier. Na komm. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder! Im Gebäude, irgendwo, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist natürlich sehr schade, wenn du ja nicht mehr sicher bist. So. Ah, geht. Oh, ho, 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 ho. Haben wir wieder den Ballon. Warte mal, kann ich nicht einfach... Ich kann doch auch einfach Loser eingeben. Loser. Ja, ich weiß, da fehlt das E. Einfach mal ein bisschen was überspringen. Brauche ich mir den Scheiß mit dem Luftballon nicht geben. Da dürfte der ganze Raum hier eigentlich auch nicht in Flammen aufgehen. Weil ich das Öl hier drin nicht verstreut habe. Und weg hier. Weg. Scheißkerl! Du solltest doch draufgehen! Oh fuck. Ha ha ha.
Leck mich. Okay, Kann ich die Anlage hier wieder anmachen? Ansonsten... Dann muss ich jetzt wohl durch. Oh, ist er hier ganz schnell weg. Mia? Mia! Mia! Und Zoe zu rechten. Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg. Sind bei dem Raum da. Beeil dich. Wo ist Blut, Ethan? Was willst du, verdammt? Dich? Tot? Och, komm. Wer will das nicht? Du lass es nicht drin. Noch nicht. Ich Glücklicher. Schau, solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh, das wäre zu viel verraten, Ethan. Ich mag keine Spaßverderber. Arsch. Go Till and Rhodey. Okay. Nein, ach, die Starken brauche ich doch momentan gar nicht. Flintenattrappe. Crowd. So, habe ich noch irgendwas übersehen? Ich denke nicht. Ne, sieht gut aus. Ach. Endlich. Pack ich auch hier gleich mal rein. Ich habe mich nur gerade gewundert, wieso ist der Stuhl jetzt plötzlich auf der Seite? Nun ja. Wir lassen was dabei. Oh, was haben wir denn da? Karte des Versuchsgeländes. Partyraum. Ja. Super. War ich ja schon überall. Kenne ich bereits alles. Go Till and Row. So, okay. Speichern. Gut, dann würde ich die Folge jetzt hier einfach mal beenden. Das passt eigentlich ein bisschen besser, dann ist sie ein bisschen kürzer. Tut aber auch nicht zur Sache. Bis zum nächsten Mal.